Wer ist das denn? Ich glaube, wir müssen diese Wölfe auch töten, oder nicht? Sind. Ungeziefer. Was ist das doch, oder nicht? Wölfe? Ja, die kann man auch platt machen. Boah, es ist so unübersichtlich, ey. Ich hasse sowas voll an so RPGs. Na komm, nicht verrecken. Ich bin tot. Hä, als ob. Warum bist du tot? Warte, nein, nicht tot bin ich nicht. Wo denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da oben. Ach, da. Schon besser. Nee, jetzt habe ich mich doch wieder belebt. Heilen kann ich dich nicht. Erfrischend. Ein Wolf ist noch da. Du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ich hab jetzt voll die. Hä, die sehen jetzt anders aus? Hä, voll komisch. Gerade eben, die Klamotten, die ich angezogen habe, sahen total billig aus und jetzt habe ich sie abgemacht und nochmal angezogen und jetzt passt das zu mir. Als ob die sich so anpassen. Okay, also, hast du schon diesen Typen da hinten vollgelabert? Der hat uns nämlich neue Herzchen gezeigt. Warte kurz. Ja. Guck mal, da ist irgendwie so eine Art Event. Sollen wir da mal hin? Wie kann man denn... Kann man eine Wegmarke setzen? Gegner. Level 8. Den zerfiss ich jetzt auch. Boah, zack, zack, zack. Da ist einer gestorben, ne? Ich belebe die wieder. Kann ich helfen? Das sind aber normale Bewohner. Was ist das denn? Hier ist ein... In der Map ist hier ein Holz. Ach, guck mal. Ach, warte mal. Geil. Hier, ich mach jetzt mal was. Ich rüst jetzt mal. Jetzt habe ich meine Axt weggeschmissen, ne? Wegverkauft. Ist das dumm? Okay, wenn man eine Axt hat, dann kann man die, glaube ich. Kommt aber drauf an, was für eine Axt. Glaube ich. Ne, da unten waren wir ja schon, das kennen wir ja. Oh, eine neue Gegend. Oh, was ist denn hier los? Ist ein Händler. Kloster Eltwin stellt das beste Bier in ganz Kryta her. Aber in letzter Zeit haben sie es sehr schwer. Banditen, Zentaurenangriffe und möglicherweise eine schlechte Ernte. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr überhaupt etwas brauen können. Und die geben einen so Quests. Das sind wie so Leute, die irgendwas... Möge Lissa euch helfen. Ich glaube, ich werde Juwelier. Ja, aber wie was kann das? Ich als Juwelierin alles herstellen? Ringe, Amulette, Ohrringe. Außerdem könnt ihr Edelsteine transformieren und ihre Stufe erhöhen.
Ihr seid jetzt Lederin. Wenn ihr Material habt, begebt euch zur Ledererstation und beginnt mit eurem Handwerk. Du kannst doch Konstrukteur machen, ne? In der Festung haben wir nichts zu befürchten. Ich finde, das ist ein bisschen unübersichtlich, ey, ganz ehrlich. Halten! Hebt euren Schild genau dann, wenn ich angreife. Halten! Feuer! Nicht schlecht! Gar nicht schlecht. Ich mache jetzt gerade, ich übe Schießen. Mit einem nicht vorhandenen Gewehr, oder wie? Doch, den, man muss sich eins nehmen. Halten. Halten. Zeigt den Welpen doch mal, wie das geht. Blockt ihr mich. Schnappt euch ein Schild und schlägt da. Genau dann, wenn ihr folgt das Gesetz und es gibt keine Probleme. Nicht schlecht. Feuer! Ach, endlich. Nur so weiter. Endlich habe ich das geschafft. Hallo? Haben die kein eigenes Land? Was suchen die auf unserem? Boah, was ist das denn, Alter? Voll Nazi-mäßig gerade. Stufenaufstieg. Yay. Die Handwerkschau ist ideal für ein Familientreffen. Unterwasserkampf freigeschaltet. Ja. Finde ich auch. Stoff Aqua-Atmer. Vitaler Schwarzfeld-Dreizack. Denkt daran, erst schießen, wenn ihr den Befehl dazu erhaltet. Boah, krass. Zielen! Halten! Ja, ne? Ja, das ist voll dumm. Da steht, dass ich eine Belohnung erhalten habe. Aber ich habe gar nichts erhalten. Doch. Ausrüsten. Check ich irgendwie gar nicht. Unter Wasser. Ich wette, wenn man unter Wasser ist, dann wird die freigeschaltet. Eine Sichel. Krass. Ich habe Geld. Alter, ich kann jetzt... Eine Axt hole ich mir noch. Und eine Spitzhacke. Bringt eigentlich nicht wirklich viel. Was? Juweliersachen. Wo kriege ich Kupferbarren, weißt du das? Ach komm, ey, ich hab doch keine Ahnung, ey. Was ich. Das wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Das müssen wir abbauen, bestimmt. Ich habe alles, was ihr braucht. Hast du denn schon was gekauft dafür? Immer ein Vergnügen. Ja, nur Sachen, die ich dafür brauche halt. Ein Handwerker-Rucksack-Rahmengestell. Habe ich mir geholt. Denkt daran, erst schießen, wenn ihr den Befehl dazu erhaltet. Boah, irgendwie keinen Bock mehr hier rumzuhängen, ey. Lass mal ein paar Quests machen. Ja, ich find's auch mega langweilig. 5000 Jahre. Aber, guck mal, lass mal zu dem Kraut da hinten. Quatsch den hier mal voll. Wir sind hier. Den hab ich schon voll gequatscht. Ja, achso. Ja. Ist ja krass, ey. At the beginning. Wo ist denn das, Mann? Da. Oh yeah. Doppelklick. Ja. Krass, Blaubeeren. Geil. Auf jeden Fall irgendwo so ein, Hat er mir das denn aufgedeckt?
Karotten. Oh, was ist das? Gefallener Verbündeter. Was? Alter, was zur Hölle? Genau, ich finde nicht mehr Minecraft. Ah! Ich werde umgebracht! Wo rennst du denn rum, Alter? Naja, hier durch die Gegend. Ist ja nicht verkehrt, hier rumzulaufen, aber. Die sind halt. Voll übertrieben, Alter. Warum sind denn die Gegner so? Level 9 oder was ist das? Ja. Das läuft irgendwie nicht nach Plan. Ich weiß auch nicht warum, aber ich teile einfach keinen Schaden aus. Du hast eine falsche Klasse genommen, weiß ich. Muss mal gucken hier, es kann doch nicht sein, ey. Meine Sachen machen. Meine stärkste Sache macht. Okay, das macht 200 Schaden, aber. Der Rest macht fast gar keinen Schaden. 50 so. Dabei habe ich extra Schattenmagierin. Also Schattendings genommen. Weil ich Damage machen wollte. Total für den Arsch. Die stärkste Attacke macht 336. Die meisten machen nur so 50, 40, 50. Ja, auf, da hinten ist auf jeden Fall eine Quest. Da ist was zum Sammeln. Aber man kann hier mit keinem quatschen, ne? Oha, der ist Level 10. Gegen den haben wir niemals eine Chance. Boah, ich bin voll im Arsch irgendwie. Kaputt oder was? Ja, keine Ahnung. Ich würde am liebsten mal unentdeckte Sehenswürdigkeit ist hier vorne um die Ecke. Zimt. Unentdeckte Sehenswürdigkeit. Wenn du auf der Karte guckst, rechts von uns, oben rechts. Komm mal mit, das müsste da sein. Oh, warte mal. Nee, falsch, da. Guck mal, hier. Wo ist meine Spitzhacke? Pass auf, ein Bär. Level 10 Bären. Das ist voll die Verfestung des Jahrtausends, ey. Naja. Oh, dumm, ich hasse das. Bist du down? Ja, aber ich kann mich ja ein bisschen wehren. Na toll. Ich
schwul, oder? Wieso? Irgendein anderer hat sich das auch geholt. Ja, aber man kann das ja immer dann machen. Ich weiß. Kupfererz. Endlich habe ich Kupfererz. So. Da vorne ist noch eins. Guck mal, ein Babybär. Wir haben die Eltern einfach umgebracht. Wie so schlechte Menschen. Wie soll man da jetzt hin? Da unten. Oh! Scheiß Bären. Wir sind überall Bären. Das hier ist geil. Oh, der hat Cash. Cash Money. Oh nein. Ah! Hilfe! Ich werde angegriffen! Von einem Level 10 Bären. Boah, warum ist der so brutal? Vielleicht nicht mehr. Gestorben. Na toll, spawnt hier der nächste Bastard. Ja, das ist nur Level 9. Komm mal mit, weil hier vorne kann man was entdecken. Warte, ich bin extra hergekommen wegen dem Erd. Oh, ist das behindert, Mann. Warum spawnen die so schnell? Das ist doch total dumm gemacht, ey. Guck mal, erst sofort ist hier wieder einer. Ja, total übertrieben, ich sag's ja. Stirb, Wasser. Soll ihr jetzt Kupfer sein? Ja. Hier. So, fertig. Da gibt's was zu sehen. Ja. Oh, geil. Was ist das denn? Ein Hasen, Kaninchen. Boah, harmoniemäßig. Wo ist das? Ich hab Stufe 8 erreicht. In dem Baum, oder? Bei dieser Sehenswürdigkeit? Oder gibt's hier nicht so ein Panorama? Nein, das ist einfach nur davor. Boah, geil. Das ist einfach nur Erfahrungspunkte. Gut. Wollen wir einfach mal hier durchgehen? Ja. Und dann sterben oder so? Lass mal da hochgehen. Das sind gerade Gegner gewesen, hast du es gesehen? Nee. Da vorne sind auch Gegner. Wo ist das eigentlich ausgerüstet, was die hat? Ach, da. Geil. Oh. Da gibt's Erz. Oh, ein Level 10 Gegner. Ich glaube, das Questgebiet ist zu hoch. Das hier? Ja. Der da ist, das sind alles Level 10 Gegner. So. Es ist krass, dass ein Level so viel Unterschied macht, ne? Ja. Ach, schade, ich hätte gern das Erz da. Lass mal hier rumgehen, weil ich würde da gerne mal hingehen. Aber die Welt ist auf jeden Fall komplett offen, scheinbar. Also du hast jetzt keine krassen Mauern oder so. Ich weiß noch, in WoW, manchmal hat man voll lange gesucht, um zu einem Ort zu kommen.
guck mal, Alter, ich hab jetzt Unterwasser Zauber. Boah, Alter. Und endgegnermäßig, oder was? Nee. Warte mal, hier. Kann man die looten hier? Nee. Komisch, momisch. Fürst Beedlestones Vorrat an Skaleiern geht zur Neige. Sammelt. Boah, ja, jetzt quatscht mich wieder dieser Trottel voll. Ich muss sagen, diese Events sind zwar einerseits cool, aber irgendwie ist das auch unübersichtlich. So, ich hätte lieber so ganz normale Quests, weißt du? Ja. Ja, die Events sind auch nur so mal EP für nebenbei. Also so wie ich das mitgekriegt habe, sollen die voll wichtig sein. Irgendwie meinen, ja, irgendwie meinen die, dass das die Haupt, also der Hauptspielinhalt ist von Guild Wars 2. Aber keine Ahnung. Hoffentlich warte mal, ich guck mal kurz was. Ich hab ja. Diese. Wie heißt das? Ich bin einfach nur müde heute irgendwie, keine Ahnung. Wo ist denn nochmal dieses scheiß Baumenü? Da. Was braucht man für diesen Drecksrucksack? Das macht man mit 5 Kupferbarren. Zwei Kupferbarren kann ich davon machen. Hä, guck mal, wie dumm. Ach, Mann. Man zieht sich einfach um, greift raus. Guck mal, es gibt nur noch wenige Spieler auf dieser Karte. Wollt ihr zu einer dichter bevölkerten Version der gleichen Karte befördert werden? Nein, wollen wir nicht. Ja, ist doch schon. Ich glaube, da wäre sogar ein offizieller Weg gewesen. Was habe ich denn da? 5 habe ich jetzt einen neuen Angriff. So ein Vorstürm ist das. Ja, ist richtig. Also welche Gegner? Level 11 Gegner. Oh oh. Da hat er geschrien, ey. Warte mal. Wir gehen da ran. Obwohl, nee, wir müssen hier oben. Was meinen die mit Karte? Meinen die Realm? Was? Scheinbar ja. Weil die hier steht, ihr habt 57 Minuten Zeit, um euch freiwillig zu melden, bevor die Karte geschlossen wird. Wo ist das denn? Das wäre ja wohl richtig dumm, ey. Tja, so wie im Planet Side 2. 18 Uhr, Server gehen einfach offline. Ach, da. Ein Tipp. Apfelschalen. Paar Handvoll ins Fass geben eine leicht fruchtige Note. Ende der Fragestunde. Fragt ja gar nicht. Gut. Denn meine Lippen sind luftdicht versiegelt.
Warum kann man mit dem Fall quatschen, Kevin? Wo, hier oben? Ja. Ah. Ja? Hallo, Fremde. Muss man die alle voll labern? Ich glaube, weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir hören auf, ne? Mhm. Warte, ich guck noch kurz, was ich hier hab. Ob die Zentauren wohl weniger feindselig wären, wenn wir unser Bier mit ihnen teilten. Die wollen unser Land und unsere Ernte, nicht unser Bier. Rain, Bierdieb! Wie billig ist das denn? Haha. Ich bring's mal da wieder hin. Ach, guck mal, hier ist auch ein Bierfass. Mir wacht über euch. Warum das? Wegen der Zentauren. Warte mal, sollen wir nochmal diesen Typen hier voll labern? Hier ist der da oben, der hat für uns. Der macht für uns diese Quest-Dinger hier wieder. Frau. Die Bürger von Beetletoon leiden unter der ständigen Bedrohung durch Zentaurenangriffe. Viele sind in die Stadt geflohen, um nicht als Gefangene der Zentauren zu enden. Die haben ein Gefangenenlager in den östlichen Hügeln. Die Thunwacht müht sich nach Kräften, doch selbst Seraphen sind nicht unbesiegbar. Jo. Krass, krass. Na, dann würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Mhm.